Hallo, mein Name ist Kara Magrander und willkommen bei Kaffee schwarz oder mit Milch. Und ich sitze hier mit meinem Kaffee eindeutig schwarz. Das wäre nämlich die erste Frage gewesen. Trinkst du deinen Kaffee einfach schwarz oder tatsächlich mit Milch? Immer schwarz. Immer schwarz. Immer. Also Immer. ganz, ganz selten mal in Griechenland oder so gibt es da mal einen, meinetwegen Eiskaffee oder so, da ist ein bisschen Milch meinetwegen drin, aber sonst immer schwarz. Jetzt ist ja gerade mit Verreisen gar nicht so viel. In Griechenland, ist das deine ursprüngliche Heimat? Nee, meine Schwiegereltern kommen von dort und deswegen sind wir immer wieder dort. Ja, längere Zeit dann im Jahr. Wo sind dann deine Wurzeln dann her? Weil dein Nachname ist ja jetzt nicht so gängig in Bavü. Ist aber tatsächlich ein deutscher Nachname, nur mein Dad kommt aus dem irakischen Raum. Ah, okay. Magranda ist tatsächlich deutsch. Wow. Ja, stammt von Was? meiner deutschen Seite her. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber du kannst mir ja vielleicht mal sagen, was Kara übersetzt heißt. Hat das eine Bedeutung? Ich habe mal nachgeschaut in der Schreibweise, die es ursprünglich hat. Also gibt es ein paar Bedeutungen. Eins kommt aus dem afrikanischen Raum, dann die in anderen Sprachen gibt es ein paar Bedeutungen, aber jetzt im Arabischen nicht wirklich in dem Fall. Das ist auf jeden Fall als ich deinen Namen das erste Mal gelesen habe, das war nicht geringeres als auf dem Open Leaderboard 2020, beziehungsweise auch schon 19. Da hat man dich verfolgen können, aber wenn man so ein bisschen mehr Nachforschung anstellt über dich, was ich natürlich gemacht habe, warst du auch schon beim Berlin Throwdown 2017 mit am Start? Als er noch 16 kann sein, ja. Ja. im Genau, ja, im großen Start, Stadion war ja. geil. Ja, war nice. Wie war das Event für dich? Denn das war tatsächlich das erste CrossFit-Event, wo ich war, als Zuschauer. Wie war es für dich als Athlet? War ziemlich geil. Wir hatten das in dem Jahr gewonnen, war es Zach Woods, glaube ich sogar. Das könnte Zack gewesen sein, ja. Genau, Kevin war da und so, es war echt geil, so die ersten Erfahrungen sammeln, war auf jeden Fall ein cooles Event und auch natürlich die Kulisse dort mega, also echt nice. Ja. Jetzt hast du ja in deinem Instagram-Profil, also ich werde es auf jeden Fall in die Kommentare mit reinpacken. Da kann man dich ein bisschen stalken. Da steht als allererstes unter deinem Namen Fittest in Germany. Das gilt, glaube ich, für 2020 jetzt. Die Open sind ja jetzt gestartet. Und CrossFit Games Athlete 2020. Pre-Covid, Zuerst. sozusagen. Das entfällt ja natürlich, ja. Oder entfiel. Fittest in Germany warst du, bist du der amtierende Fitteste gerade. Wie sieht es jetzt für 2021 aus? Die Open stehen wieder an, es ist wieder alles offen. Das Ganze geht wieder locker flockig los mit zwei verschiedenen Versionen, einmal mit Equipment, einmal ohne Equipment. Für was hast du dich entschieden? Wird spannend für mich. Ich habe mich tatsächlich für meine Reha entscheiden müssen dieses Jahr oder zumindest im Frühjahr. Da werde ich auch dranbleiben. Und die Open wird dann nächstes Jahr, also die darauffolgende Saison, wieder auf dem Schirm sein. Und vielleicht im Spätjahr, je nachdem, was da mit Covid aus oder wie es aussieht dann mit der Pandemielage, vielleicht dieses Jahr ein paar Wettkämpfe, aber die Open leider nicht. Ja. Von welcher Verletzung kurierst du dich jetzt momentan? Ich habe mal gesehen, du hattest was mit der Bandscheibe. Ja, also im Frühjahr war, also im März war das Ganze so an einem Punkt, wo es dann klar war, dass ich mal ein bisschen länger daran arbeiten muss. Also das war jetzt so eine jahrelange Geschichte, die immer wieder aufgeflammt ist. Und ich bin nie an so einem Punkt gewesen, ganz klar. Deswegen habe ich auch nie die Entscheidung fällen müssen. Und jetzt habe ich halt mal irgendwann dann sagen müssen, jetzt muss ich die Sache mal angehen und es mal ausarbeiten, dass ich dann später nicht mehr so viele Probleme damit habe. Ja, und ich bin glücklich, dass ich die Entscheidung gefällt habe. Und jetzt
ist schon wieder saumäßig gut, um ehrlich zu sein. Also man liebäugelt dann natürlich schon jetzt damit, sollte man nicht mitmachen, aber sinnvoll wird es nicht sein, deswegen lasse ich es jetzt dabei und freue mich dann drauf, wenn es dann später wieder rund geht. Wie war das denn letztes Jahr für dich in der Hochzeit des Trainings und mit dieser großen Belastung bei den Open, da dann überhaupt mit einer Verletzung, die zwar vielleicht kuriert ist für den Moment, aber trotzdem vielleicht ab und an nochmal so ein bisschen zwickt. Wie war das für dich und welches Team hast du dir drumherum aufgebaut, damit du trotzdem performen kannst? Also vor den Open war das tatsächlich auch ziemlich heikel. Also das war nicht irgendwie, dass es besonders viel später erst gekommen ist. Das war so eine ganze Zeit oder das ganze Jahr über war das eigentlich ein Problem. Ja, dann Anfang der Open war es eigentlich ziemlich gut dann. Ja, also man hat halt viel daran gearbeitet, sich vorbereitet, dass man die Open gut mitmachen kann. Da waren halt ein paar heftige Workouts drin. Also gerade dieses Deadlift Handstand Push-Up-Teil. Das war auch ein Repeat von dem Jahr davor, glaube ich sogar. Ja, genau. Das war halt ziemlich schwer dafür. Und ja, und das habe ich, glaube ich, auch zweimal gemacht. So, das war dann auch nochmal zusätzlich heftig für den Körper. Aber ich habe einen super Physio, mit dem ich arbeite. Ich habe mittlerweile auch so die Strategie vom, also sowas ist auch immer eine Kopfsache, um ehrlich zu sein, gerade Rückenschmerzen. Da arbeite ich viel dran, dass ich dann irgendwie nicht nur die Momente sehe, wo es weh tut, sondern auch die Momente sehe, wo es nicht weh tut und versuche dann, dass, wenn du Schmerzen hast, ist immer so alarmierend, aber auch mal in den Kopf zu rufen, wann du keine Schmerzen hast und dann so ein bisschen Haus zu halten damit, um dann mal wieder so ein Bild über sich selbst aufzubauen, was man doch alles kann und wie oft man im Training auch schmerzfrei ist. Und das war eigentlich so eine Strategie, die ist darin gemündet, dass es ziemlich gut war, schon in den Open mit meinem Umgang damit, würde ich jetzt behaupten. Nichtsdestotrotz kam halt im März der Moment, wo halt dann noch härter wurde und dann musste ich halt die Notbremse mal ziehen, um das aufzuarbeiten. Aber auch in den Open war eigentlich mein Rücken für mich dann nicht so das Problem, um ehrlich zu sein. Ja. Auch in Wettkämpfen davor, es gab oftmals Phasen bis zum Wettkampf, aber dann im Wettkampf kommst du schon damit klar. Das kriegst du schon hin. Da bist du mit dem Kopf irgendwo auch woanders. Ja. Wie sah denn dein Team jetzt gerade in der Vorbereitung und dann auch während der Open aus? Wer sind so die Leute, die dir den Rücken vielleicht auch bestärken? Man hat ja als Athlet oft ein, zwei Trainer, die einem gut zusprechen, die da vielleicht auch nochmal das Pacing ein bisschen verändern, die ihm Tipps geben. Wieso hast du jetzt angesprochen, das ist Philipp Läufer, soweit ich gesehen Philipp habe. Läufer, genau. Guter Mann, Auch bei guter Mann. uns in der Box anzutreffen. Mega guter Mann. Absolut genialer Mann. Wirklich. Also, ich habe schon mit vielen Physiotherapeuten im Laufe der Jahre zusammengearbeitet, aber das ist ein anderes Level. Muss man einfach sagen. Ja. Denke ich, braucht man dann auch, Definitiv. oder? Für das Auf jeden Level. Fall. Ja, also extrem hilfreich. Ich habe einen Haufen Leute um mich herum, die mir den Rücken stützen und frei halten. Also, primär ganz klar, meine Verlobte, klar, macht so viel, was man einfach selbst nicht auffangen könnte. Dann habe ich mehrere Trainer, also gerade in den Open bestimmend waren halt die zwei Leute, die von Anfang an dabei waren, waren auf jeden Fall Philipp Steiner und Daniel Weiß, die beide auch bei uns an der Box angehörig sind. Und das war auch eine mega Arbeit. Also gerade das letzte Workout geht komplett auf deren Kappe, definitiv, dass es so geklappt hat. Dann habe ich mehrere Leute, mit denen ich im Training quasi eine Beziehung führe, wie mit einem Coach, die halt in einem gewissen Feld besonders gut sind, mit denen ich dann auch zusammenarbeite. Oder auch Trainingspartner sind eine wichtige Geschichte, die gehören auch dazu, natürlich, weil die einen halt auch ja, verantwortlich halten an den Tagen, wo man mal vielleicht weniger Bock hat oder so. Ja, Ja, voll. das definitiv dabei. Also ganz, auch ganz, ganz wichtig, ja. Dann hatte ich jemand in den Open und davor, also einen sehr erfolgreichen Athleten, kennst du, glaube ich, auch, František. War schon ein paar Mal beim German Program, hat Ja. er noch gewonnen, beim Masters. Der hat mir unter die Arme gegriffen, was Training anging. Das war auch sehr gut. Und das kam halt dann irgendwo auch alles dann zusammen mit dem Versuch, halt die Open anzugehen. Also es war auch so quasi so ein Team-Ding, das mal anzustreben. Also vorher haben wir die Open auch in der Box immer nur so gemacht, dass man mal guckt, wie der Stand ist, aber nie das Ganze als Wettkampf genommen. Und es war halt auch so ein geiles Unternehmen, das mal zu machen. Da waren auch ein Haufen Leute hinten dran. Also bei den ganzen Repeats war es so geil,
es dann immer alle versucht haben, mit dabei zu sein, wie sie nur können, sich freigenommen haben im Geschäft und so, um dann alles zu steuern. Das war echt mega. Ja. Also es hört sich nach einem krassen Teamaufgebot an, was du da ranbringst. Zu deinem Team gehören wahrscheinlich dann auch die ganzen Sponsoren, die dich da so weit unterstützen. Absolut, ja. Also ich habe Wie. auch da eine geniale Arbeit mit denen. Also sehr, sehr nah, ist echt genial. Ja, ist gerade mit den Wie Bezugspersonen dann. siehst du das gerade als Profiathlet, der du ja bist, weil du auch was Höheres anstrebst? Aber Dennoch hast Profi du. würde ich mich nicht nennen. Ich bin Vollzeitstudent eigentlich. Das ist mein Genau. eigentlicher Job. Genau. Eigentlich hast du ja auch eine ganz andere Lebensaufgabe noch neben dem Sport. Aber wie siehst du da dann die Unterstützung von Sponsoren? Wie wichtig ist die tatsächlich für einen Athleten? Also, nur für den Kontext, ich muss halt mein Studium in der Vollzeit machen und kann es halt nicht irgendwie halbieren oder so von der Zeit, die ich aufwenden muss wegen BAföG. Das gehört einfach dazu bei mir. Da ist halt familiär einfach vom Background nicht das da, dass man sich da irgendwie ja, quasi ein bisschen auf das dann berufen kann. Und da sind halt Sponsoren für viele Kosten, die man sonst tragen müsste und auch Wettkämpfe, die teuer sind. Sind da halt auch wirklich wichtig, weil das halt oftmals ziemlich knapp wird. Und wenn du dann irgendwie irgendwo hinfliegen musst oder so und dort dann mehrere Tage bleiben musst, dann ist das Ganze halt auch irgendwo ein teurer Sport. Ja. Also da kommt halt viel zusammen. Wir haben ja oftmals 2, 3 Tage Wettkämpfe. Dann willst du ja auch nicht wirklich am Wettkampftag oftmals anreisen. Das kommt dazu. Dann musst du das auch irgendwo ja, schaffen können zu tragen. Und da ist das Ganze natürlich wichtig. Dann auch Kosten, die sonst aufkommen, also auch Supplements und sonstiges oder irgendwo Mahlzeiten, die du brauchst. Ja. Da wird das Ganze halt auch immer sehr, sehr hilfreich. Und dann auch Dinge wie Equipment, enorm wichtig. Also nichts ist gerade wichtiger für einen Athlet eigentlich als ein gutes Home Gym, wenn die Boxen zu haben und so. Also das ist halt echt ein Riesenaspekt. Kannst du trainieren, hast du alle Möglichkeiten. Ich habe hier wirklich alle Möglichkeiten mittlerweile, also beinahe alle. Ja, und das ist halt auch ein Riesenzugewinn. Also die ganzen Dinge kommen halt zusammen und wenn die alle nicht da wären, wäre halt das Ganze auch viel schwieriger. Glaube, also das kann man ganz klar sagen. Klar kann man dann ja nicht von einem Profi sprechen. Ein Profi könnte sich auf die Sache quasi verlassen und nur darauf hinarbeiten, aber bei mir steht natürlich ganz klar, dass ich mein Studium abschließe, dass da in den Job reingehe und so auch an, weil das ist natürlich auch eine Verpflichtung, die du sonst gegenüber Leuten trägst. Also jetzt Familie, Partnerin. Jetzt haben wir dich ja als Sportler mal so eine Momentaufnahme genommen, der du jetzt bist. Aber mit was hast du denn, was war deine erste Berührung sportlich jemals? Also mit was hast du deine Sache jetzt mal sportliche Karriere als im Kindesalter gestartet? Ich glaube, es ist wirklich spannend. Sportlich war halt ganz klar erstmal der Schulsport, würde ich behaupten. Ja, weil familiär war jetzt, wir waren jetzt nicht irgendwie eine Familie, wo ein Background war, wo irgendwie die Eltern irgendwas gemacht haben oder so, oder die sonstigen Verwandten. Ich würde sagen, dann Fußball mit einem gewissen Alter. Ich glaube, da war ich mal 9 oder 10, da war ich mal in einem Fußballverein. So auf dem Dorf macht das halt jeder, ja, ganz klar. Und das hat sich dann so nie gefunden. Also Fußball und ich, das war nie so eine Sache. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu boxen. Ja, genau. Und das war so der wirkliche Einstieg mal in auch Leistungssport. Also ich bin beim Boxen nicht wirklich weit gekommen, aber trotzdem war das so das erste Mal, dass Sport irgendwo auch ein Zentrum vom Tag war. Ja. Also so ein zentraler Punkt, sagen wir es mal so. Ja. Wie lange hast du geboxt? Glaube, so um die 4 Jahre intensiv. Also angefangen und aufgehört. Ich habe eigentlich ziemlich, nachdem ich begonnen habe, auch angefangen, so auf Wettkämpfe hinzutrainieren und das war dann schon ein ziemlich schneller Einstieg darin. Ja. Wie bist du denn dann vom Fußball, Boxen zum CrossFit gekommen? War das dann so ein schneller, eine Trainingseinheit und hast gedacht, okay, ich liebe diesen Sport, oder hat das ein bisschen gedauert? Vielleicht hatte ich jemand mitgenommen. Das war so ein Klassiker, glaube ich, für viele Leute, die mal einsteigen mit dem Workout. Also Philipp Stein und Daniel Weiß, die zwei, die haben dann, wir haben im Boxclub ein angehöriges Fitnessstudio gehabt. Eigentlich war das Fitnessstudio irgendwann größer als der Boxclub. Und die haben dann so ein Workout gemacht, auch am Boxring.
also in der Nähe von unserem Training. Und da habe ich das halt gesehen. Und ich glaube, am Ende vom Training habe ich das dann mal mitgemacht. Das war, glaube ich, 50-50, heißt das, mit den Double-Unders-Rennen und so. Und dann habe ich da mal mitgemacht, weil die halt gemeint haben, wenn man Seilspringen kann oder so, sollte man das mal probieren. Oder da war auch nicht viel, da musste ich ja nicht lange überreden lassen, um dich mal zu messen. Und dann fand ich es eigentlich erstmal ein bisschen wahnsinnig, was die ganzen Jungs da gemacht haben. Und habe davon erstmal, glaube ich, so ein bisschen Abstand genommen. Fand aber dieses Conditioning-Ding geil fürs Boxen und habe das dann auch mal übernommen in mein Training und habe dann irgendwelche selbst zusammengeschneiderten Workouts erstmal gemacht. So irgendwie 5 verschiedene die Woche für ein paar Monate und habe da irgendwie nicht dieses immer Variierte reingebracht, sondern eher so einen normalen Trainingsplan und den halt immer wieder befolgt. Das war geil. So Matten schieben durch die Halle und so ein Kusch. Ja. Also echt gutes Zeug. Jetzt bist du ja von der Sportart dann irgendwann gewechselt. Also wann war für dich, also ging das so parallel noch Boxen, CrossFit eine ganze Zeit lang? Wann hast du das erste Mal was gesnatcht oder wann bist du das erste Mal ein Rope hochgeklettert? Ich glaube, ich habe das Workout gemacht, dann habe ich Abstand genommen vom Sport, dann habe ich wieder Einstieg gehabt und dann hat Phil, glaube ich, gesagt, dass gleich die Open anstehen. Und dann haben wir Snatches, glaube ich, noch ein paar Tage vorher geübt und dann kam das halt im Open Workout ran. Das war das erste Mal zu snatchen. Das war eine ziemlich witzige Aktion. Und dann habe ich auch ziemlich den vollen Einstieg in den Sport genommen, kurz darauf. Ja, so müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und dafür, also Erinnerung verschwimmtes miteinander, aber ich glaube, so war, glaube ich, der Einstieg, ja. So kurz nach den Open 2013 oder so. Ja. Da war, glaube ich, ein Snatch-Workout, wo am Ende, nee, doch das Snatch-Workout mit Burpees und irgendwo war ein Workout mit Muscle-Ups und da musste ich halt komplett aussteigen, weil das habe ich nicht hinbekommen. Wie viel Zeit investierst du denn jetzt mittlerweile in deinen Sport und wie viel in alles andere? Ich meine, du hast ja selber schon gesagt, du bist Vollzeitstudent. Du musst darüber hinaus auch, denke ich, mit am meisten Zeit dafür opfern. Aber wie viel Zeit hast du für den Sport aktuell und vielleicht auch vor dieser ganzen Lockdown-Situation? Und wie viel gibst du dann in andere Bereiche deines Lebens noch ab? Also momentan habe ich eine Einheit morgens von mit allem drum und dran nach Stunde, dann nochmal eine Einheit so 3 Stunden am Abend und das Ganze für 6 Tage die Woche. Dann klar, am freien Tag hast du definitiv dann irgendwie eine Fahrradtour oder sowas. Vielleicht, also zur Oma oder zu dann, wenn Saunen offen haben, sowas dann, so ein bisschen Pflege, also Sauna oder ja, Compaxen, irgendwelche solche sonstigen Dinge, um dich zu erholen. Dann Physiotherapie einmal die Woche, das kommt dazu, ganz klar. Und dann der Rest der Zeit besteht eben aus Essen, Uni-Zeugs erledigen und so. Jetzt das Glück, also für mich Gute ist, man muss nicht in die Uni fahren, also ist alles online. Das heißt, ich kann dann die Zeiten schneller aufeinander bringen, also kann dann irgendwie nach meinem Uni-Gedöns gleich runter oder andersrum. Das macht es mir einfacher. Und dann, ja, also mit dem ganzen Sonstigen, du legst es halt um dein Training und füllst so mit den Tag, bis du abends im Endeffekt am Ende angekommen bist. Aber irgendwo füllt dieses Uni-Ding natürlich die Zwischenzeiten. Manchmal hast du feste Kurse, da musst du online sein, aber sonst kannst du es irgendwo frei steuern. Und dann, ja, Essen vorbereiten, arbeiten, klar, du musst ja auch irgendwo ein bisschen Geld dann mit reinbringen. Also das ist auch halt im Moment so, dass du nicht in der Box als Trainer arbeiten kannst. Das heißt, du machst halt Online-Dinge, Online-Trainingspläne und solche Sachen, die kannst du auch gut drumherum legen eigentlich. Und damit hast du halt die Möglichkeit, deinen Tag zu füllen. Das ist manchmal ein bisschen arg voll. Also von außen betrachtet sieht es manchmal ein bisschen gestört aus, glaube ich. Aber dadurch, ja, man schlüpft, also man kommt da so rein mit der Zeit. Das Training hat ja auch nicht angefangen mit 4 Stunden, sondern man wird da halt immer routinierter drin. Und dann würde ich sagen halt, dass du, sagen wir mal, du stehst um 7 auf oder um 7:30 und bist halt dann irgendwie abends um 9 fertig mit dem Ganzen. Ja, manchmal um 10 oder später. Wie sieht denn dann deine Zeitverteilung aus, wenn du, also hast du auch noch andere Hobbys außer so deine Pflichten natürlich mit der Arbeit, deinem Studium und dem Training? Hockst du dich auch irgendwann mal einfach
nach dem Ganzen hin und guckst einfach Netflix, zockst eine Runde. So, wie sieht es mit diesen sehr menschlichen Dingen aus? Ich habe einen Fernseher im Gym, das heißt, ich gucke Netflix und sonstiges während dem Training. Aber abends auf jeden Fall dann beim Essen mit der Partnerin auf der Couch oder so, guckt man auf jeden Fall dann auch mal was. Ja, gehört dazu, zum Runterkommen, auf jeden Fall. Wie sehen denn deine nächsten Events oder deine Eventplanung jetzt für 21 so aus? Es hat ja jetzt noch nicht so viel quasi, also es findet ja nicht sehr viel statt. Du hast dich ja deiner Reha mehr oder weniger für dieses Jahr verschrieben. Wie sieht es aber mit Events aus, die auf jeden Fall stattfinden, wie zum Beispiel die Fitness-Bundesliga, wie zum Beispiel mal ein HYROX, je nachdem, wo der stattfindet? Gibt es außer CrossFit noch andere Sportarten, wo du jetzt vielleicht mit ein bisschen weniger Effort als jetzt eine Open Preparation und dann quasi eine Games Preparation einfach sagst, ja, mache ich jetzt mal mit, weil ich Bock drauf habe? Also Wettkämpfe sind angestrebt für, also in Phasen, Ende Juni vielleicht in der Gegend und dann Oktober, je nachdem, wie es die Pandemie halt zulässt. Ja. Und da dann so ein paar Wettkampfblöcke und da kann man definitiv auch mal was reinbringen, wie ein HYROX oder sowas oder vielleicht auch mal einen Kurzdistanz-Triathlon oder sowas. Ja, also das wäre auch mal was Geiles. Auf jeden Fall so ein paar Dinge mal mit reinnehmen. Kurzdistanz-Triathlon. Ja, das ist auch wieder ein knackiges Ding. Hast du jemals schon mal in die Richtung was gemacht oder sagst du, okay, das muss man als Crossfitter auch irgendwie können? Ich denke, man sollte es als Crossfitter können. Es hat sich ja in der Vergangenheit auch bewiesen, dass es auch mal abgerufen werden kann. Also bei den Games war ja auch mal so ein kleiner Triathlon, glaube ich, dran. Also so ein Sprint-Distanz-Triathlon. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich laufe jetzt am Donnerstag mal einen Halbmarathon. Das war noch nicht von der Liste. Einfach mal, um zu gucken, wie das funktioniert, quasi. Ja, gehört auch mal dazu. Ja, ist halt eine andere Sache, mal so lange auf den Beinen zu sein, mal zu gucken, wie das ist. Und dann halt die Kombination der Dinge eben in dem Format von dem Triathlon ist halt auch was Spezielles, aber kann immer mal wieder abgerufen werden. Deswegen denke ich, sollte man das auch können, ja, auf jeden Fall. Was vielleicht jetzt mal eine coole Frage so nebenbei. Was denkst du, dass die meisten Crossfitter eigentlich können sollten, aber definitiv nicht drauf haben? Ich glaube, wir einerseits, wir schwimmen immer besser, aber wir schwimmen echt ziemlich grausig, außer die, die den Hintergrund haben im Schwimmen. Und dafür, wie viel wir turnen, also turnerische Elemente nehmen wir einen Großteil vom Sport ein, sind wir ziemlich beschissen, ehrlich gesagt, in so grundlegenden Elementen. Also auch außer denjenigen, die einen Hintergrund haben. Ich denke, wir können vieles Turnerisches echt boah, gar nicht oder kaum, was wir können sollten, was kleine Kids machen. Ja, mit wenigen Jahren in dem Sport. Klar, die sind auch leichter, aber das machen die Erwachsenen auch. Genau, das machen die Erwachsenen auch. Ich habe mich letztens mal mit einer Turnerin unterhalten und die hat sehr despektierlich gesagt, dass ein Strict Ring Muscle Up das Basiselement bei den Männern ist, was vollkommen Man klar kommt ja ist. sonst gar nicht irgendwie ans Gerät. Ist ja, Genau. als könnte man beim Fußballspiel nicht mal den Platz betreten. Genau, ganz genau. Und das ja das, also ein Strict, also viele können ein Ring Muscle Up mit Schwung, aber es sollte ja basic sein, einen Basic Strict Ring Muscle Up zu können. Wenn wir jetzt mal andere Sportarten angucken, fernab vom Gymnastics, sind ja zum Beispiel das Strongman-Element, Steine, schwere Yokes, hatten wir auch bei den Games schon gesehen. Aus meiner Sicht immer noch ein sehr unterschätztes Maß an Sportart, was eigentlich viel öfter in dem Bereich mit eingefügt werden müsste. Wie siehst du das? Auf jeden Fall, also Strongmans oder also die Strongmans als Athleten und der Sport als solcher sind ja irgendwie wie so eine schwere Version von unserem Sport, sozusagen. Also man hat auch echt viel verschiedene Disziplinen und die messen einfach darin, wie viel Power kann ich aufbringen in ziemlich kurzen Events, also 30 bis 60 Sekunden. Und wir als Athleten müssen das auf jeden Fall können, also ganz klar. Also richtig viel Power aufwenden in manchmal auch ziemlich rohen, also sagt man es im Deutschen, so
primitiven Bewegungen manchmal. Also jetzt irgendwie ein Element zu snatchen ist eine Sache, aber eine schwere Kugel anheben hat einen anderen Charakter. Und das sollten wir auf jeden Fall können. Aber viele Wettkämpfe bringen solche Elemente auch immer mehr rein. Also mal schwere Sandbags oder so, sonstiges, ja. Also, oder Yokes sieht man auch öfters. Schwierig wird es dann eben für solche Dinge wie in den Open oder sowas, sowas reinzubringen, wird dann wieder eine andere Sache sein. Aber in so Sanctioned Events oder so wird es auch immer wieder abgerufen. Ja. Sieht man schon viel mittlerweile im Sport. Würde auf jeden Fall die Verkäufe von Rogue wieder nach oben schießen, wenn die ihre Sandbags verkaufen. Just saying. Aber ja, hast du vollkommen recht. Ich bin immer noch der Meinung, dass man als Kind, wie du auch schon gesagt hast, wenn man aus der Sportart nicht kommt, Turnen oder Schwimmen, wenn man da nicht früh mit irgendwie zumindest Berührung hatte, schlecht in das Ganze reinkommt. Wie siehst du das denn? Du ja in Zukunft auch mit Jugendlichen arbeitest, diese Berührung mit verschiedenen Sportelementen. Gerade hast du ja die ersten Berührungen mit Sport gemacht im Schulsport, aber dort lernt man ja meistens Fußball, Handball, Basketball, Hockey vielleicht. Und das war es ja dann. Also diese breiten Sportarten, die jeder können sollte. Aber dieses funktionelle Fitnesstraining ist ja für einen Schüler, der vielleicht oder den Jugendlichen gerade jetzt in der Zeit Twitch, Zocken, Schule von zu Hause, die sitzen nur eigentlich viel, vielleicht viel gesünder. Also nicht falsch verstehen, nicht meine erste Erfahrung war im Schulsport, aber halt klar, mit der Family machen hat immer mal wieder so Dinge wie jetzt Federball auf dem Campingplatz oder sowas. Das hat jeder mal gemacht in der Jugend. Aber ja, ich denke, im Schulsport liegt was Interessantes, ist so ein bisschen Erfahrung zu sammeln mit verschiedenen Sportarten. Hat natürlich auch oftmals die Sache, dass halt irgendwie nur Fußball gespielt wird oder so bei den Jungs. Ja, also kennt jeder. Also da kann aber ein Sportler doch viel eigentlich abklappern und den Kids mal verschiedene Dinge zeigen. Und da kann man halt auch irgendwo seinen Einstieg in den Sport finden. Also so Berührung mit Sport ist vielleicht eine Sache, aber so ein Einstieg mal zu finden in den Sport, in dem man aufgeht, wünsche ich eigentlich jedem Kind. Und ich glaube auch, das kann eigentlich jeder für sich ein bisschen finden. Ja. Also jeder kann irgendwas machen, wo auch vielleicht zu ihm passt. Oder sich versuchen, wo er eine Herausforderung hat, was vielleicht nicht zu ihm passt. Also das ist auch eine ziemlich individuelle Sache, für was man das Ganze macht. Manche machen es, um eher Spaß bei der Sache zu haben und eher was Freieres zu machen. Manche knechten sich gerne, ja, wie jetzt in unserem Sport. Und ich denke, CrossFit ist einerseits ja schon für jeden da, aber CrossFit als Sport nicht wirklich. Also CrossFit mal ein, zwei Tage die Woche zu machen, ist vielleicht auch für ein Kind was Cooles. Aber als Sportart ist es ein ganz anderer Aspekt. Als Sportart ist es oftmals ziemlich gemein. Man muss dann, manche Dinge gehen, die muss man halt vielleicht nicht, wenn man gerade als Sportart als 14-Jähriger Fußball spielt oder sowas. Das ist ein anderer Aspekt. Ja. Und also, um Kids verschiedene Impulse wiederzugeben, ist CrossFit vielleicht auch geil, wenn man da turnerisch ist, gewichtheberisch ist. Vielleicht geht dann der eine vom CrossFit weg ins Gewichtheben. Oder ins Turnen oder ins Schwimmen, ja, weil er einfach mal im Training diesen Impuls hatte. Ja, und darin sehe ich auch was Wertvolles, dass dann nicht jeder beim CrossFit bleiben muss oder sowas oder beim Schulsport dann irgendwie im Schulsport die Abwechslung geil findet, sondern auch irgendwann sagt, hey, ich finde Schulsport ganz cool, aber die eine Sache, die will ich wirklich weitermachen. Ja, und darin sehe ich im CrossFit was Geiles, weil auch viele Klienten dann anfangen, die fangen mit CrossFit an und auf einmal zusätzlich an in der Woche drei, vier Mal zu laufen aufgehen. Und die Frequenz, mit der sie trainieren, macht sie besser. Ja. Und man kann dann irgendwie sagen, CrossFit ist der beste Sport überhaupt, aber der beste Sport ist der, in dem du aufgehst und das du halt am öftesten machst. Und für manche ist es CrossFit, da muss man vielleicht auch als Wettkampfsport so ein bisschen das suchen, das ist vielleicht ein bisschen spezieller. Für manche halt irgendwas wie Golf, wo sie halt spazieren gehen für 18 Kilometer oder so. Ja, ist auch was Geiles, ja. Also jeder findet so sein Ding vielleicht. Ja. Wie siehst du denn dann unsere Zukunft, unser Nachwuchs aus Deutschland? Wir reden über Athleten wie Finn Sperling, wir reden über Maya Lalos, die mit 16 mittlerweile 90 Kilo cleant. Aus den letzten Jahren Lina Schlieter 2018, 2019 für das Marius? Marius, richtig krasser Athlet, die
alle jetzt so ein bisschen nachziehen. Also diese alle zwischen 16 und ich würde fast sagen 19, 20, die jetzt eigentlich erstmal wieder so Fuß fassen in der RX Elite Division, dann irgendwann bei den Erwachsenen. Wie siehst du da so ein bisschen den deutschen Nachwuchs? Also wir haben gute Athleten. Ich bin nicht so wirklich drin, Nachwuchs zu vergleichen. Also wenn das jetzt aber zum Beispiel darin übergeht, dass man das Ganze auf Verbandsebene irgendwann hat und solche Ligen sich auch durchsetzen, hat man bestimmt auch Nachwuchsarbeiten, kann darin ja, viel machen. Wir als Deutsche sind ziemlich gut im Vereinswesen. Ja, das ist eine Seite. Das können wir nutzen. Wir kennen die Strukturen. Und darin sehe ich eine Möglichkeit, den Nachwuchs nach vorn zu bringen. Aber ich kann nicht wirklich sagen, wie gut unser Nachwuchs ist. Ja. Also ich kenne da nicht den internationalen Vergleich. Wie findest du aber an sich die Idee? Du warst jetzt mittlerweile auch einmal bei den Weltmeisterschaften in Malmö mit der Functional Fitness Federation, jetzt Bundesverband Fitness in Deutschland. Diese Verbandsebene an sich auch irgendwann den Sport olympisch zu machen, ist es für dich vielleicht auch eine neue Sichtweise auf den Sport oder vielleicht auch eine neue Inspiration, mal olympisches Gold zu holen für dich, für Deutschland. Wenn es die Möglichkeit gibt. Klar, aber jetzt, bis sowas durchkommt, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich kenne da irgendwie nicht die angestrebten Daten, aber es wäre definitiv ein geiler Sport bei Olympia. Also, was man auch der ganzen, also der IFFF3 oder so, Hier frei, genau, ja. wie wird es genannt? Ja, genau. Was man denen auch lassen muss, die arbeiten teils Elemente aus oder nehmen Sachen rein, die dem Sport einen anderen Charakter geben als jetzt CrossFit per se. Da werden manchmal gerade turnerische Elemente auch anders bepunktet. Das heißt, man hat mit mehr Genauigkeit, mit präziseren Bewegungen auch einen Vorteil gegenüber anderen. Und darin sehe ich, also es ist nicht das Konzept von Grid League, aber auch solche Leute haben dann einen großen Vorteil, die Dinge besonders gut machen, was eine geile Komponente ist. Das macht es halt dann natürlich auch für den Zuschauer, finde ich, teils noch schöner, mal zu sehen, wie gut jemand in irgendwas wirklich Leistung bringen kann, die nicht nur darin gemessen wird, wer schneller, sondern habe ich bei einem Handstandlauf oder so auch mal die Füße zusammen, kann ich auch sowas aufzeigen. Das Konzept fand ich ziemlich geil dahinter. Und im Ligensystem darunter oder in der Verbandsebene ist halt ein Haufen versteckt darin, Leute dorthin zu bringen oder halt irgendwo auch aufzunehmen in Liga-Team ist ja total geil als Jugendlicher. Ja, wenn du dann irgendwie jedes Wochenende vielleicht irgendwo hingehst und dann bei Wettkämpfen mitmachst, ob jetzt individuell oder als Team. Also sowas, das ist schon wertvoll. Ja, das wäre geil. Also ich habe ja jetzt letztes Jahr die Weltmeisterschaften der IF3 miterlebt und dieses Jahr sind sie in Australien. Bin da sehr gespannt. Ich glaube, die sind nur noch eine Weltmeisterschaft vom Olympia-Antrag weg. Man muss Und wie so. läuft es dann mit dem Antrag? Wie lange dauert es daraufhin dann? Das ist Ist es eine dann? andere Frage. Okay, Aber ja. Yeah. Breakdance ist ja mittlerweile olympisch und BMX war auch mal, glaube ich, mit genau, drin. genau. Ja, genau. Also Sportarten, die auch groß sind, aber auch irgendwo noch Nische sind. Also ich finde jetzt Breakdance, ich kenne keinen Breakdancer aus meinem Freundeskreis, der Echt? jetzt bei. Okay. Also ich kenne einige, weil bei uns im Boxclub war tatsächlich eine Breakdance-Abteilung. Okay. Aber das wäre sehr interessant, wenn der Fitnesssport irgendwann mal olympisch wäre, weil ich glaube, dass dann größerer Boom vielleicht auch noch entsteht, ein größerer Blick drauf. Und ich sage immer, so gut unser Nachwuchs jetzt ist, umso potenziell stärker ist die Sportart dann in den nächsten Jahren. Wenn da Superathleten nachrücken, dann ist es für Jugendliche auch irgendwo interessanter, noch mit einzusteigen, das Ganze zu machen. Du bist ja aber selber Trainer in deiner Box. Wie motivierst du denn jetzt gerade in diesen relativ angespannten Zeiten deine Leute. Also ich halte sie verantwortlich. Ich denke, das ist was Wichtiges. Also oft drüber reden, was ansteht, was gemacht werden soll, was ihre Vorstellungen sind. Weil wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, denke ich, ist es sehr wertvoll.
dass man auch dranbleibt an dem, was man machen will. Es ist natürlich nicht so einfach wie sonst. Also 1-zu-1-Kontakt ist immer das Einfachste zum Coachen, finde ich. Aber online ist es natürlich auch möglich. Skype-Calls, sonstige Dinge bringen einen da näher zusammen. Und sonst, ich denke, also wenn du jetzt über Nachwuchsathleten gehst oder das angehst als Coach oder Athleten als solche, da siehst du halt schnell, wer in so Zeiten dranbleibt. Ja? Also wer sich von solchen Sachen wie Corona aufhalten lässt oder irgendwelchen Home-Gym-Workouts oder auch No-Equipment-Workouts, da trennt sich halt schnell. Ja? Aber die Leute, die da dranbleiben und die sich jetzt schon bewiesen haben, mit denen ist das Zusammenarbeiten eigentlich super einfach, muss ich ehrlich sagen. Ja, also da die Leute, die das jetzt schon seit einem halben Jahr machen, die werden es jetzt auch noch weitermachen. Von daher ist es nicht so viel schwerer als sonst auch. Wirst du denn jetzt in diesem Jahr nochmal was an deiner Einstellung zum Sport ändern? Das heißt, in dieser Reha-Phase ein bisschen noch mehr ins Coaching reingehen, noch ein bisschen mehr Energie in die Richtung fließen lassen? Oder was ist so der Ausblick, was jetzt CrossFit als Trainer für dich 2021 angeht? Also bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall mich als Athlet sehe für den Zeitpunkt jetzt und auch für die nächsten Jahre. Und diese ja, Tätigkeit als Trainer ist irgendwo erstmal nebensächlich. Also natürlich mache ich das die Stunden, die ich es mache, mit 100%, aber es nimmt halt nicht einen großen Part meiner Woche ein. Das ist jetzt einfach nicht möglich. Und später für die Zukunft, wenn ich dann selbst vielleicht mal aus dem Sport rausgehen sollte, irgendwann, dann kann man sich dem mehr annehmen, auf jeden Fall. Aber das ist noch lange, lange hin, bis ich da als Athlet rausgehe, weil ich denke, es ist sehr wichtig, da auch seine Erfahrung zu sammeln. Das heißt nicht, dass ein guter Athlet immer auch ein guter Trainer ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber ich denke, ein guter Trainer, der als Athlet sehr viel Erfahrung gesammelt hat, ist definitiv noch ein deutlich besserer Trainer, als er sonst wäre. Und daher werde ich auf jeden Fall noch ziemlich lange im Sport bleiben. Wenn mir die Möglichkeit bleibt, ist so ein inneres Ziel 38. Bis dahin, also bis ich 38 bin, will ich da die Schiene so gut erfüllen, wie ich kann. Und danach werde ich darin übergehen, andere Dinge zu machen. Ja. Was sind denn jetzt aktive Ziele, die du, oder sage ich jetzt mal, Schwachstellen, die du jetzt anfängst, vielleicht auch nochmal aufzuarbeiten? Du kannst vielleicht jetzt nicht ganz so intensiv trainieren, aber du hast ja schon viel darüber gesprochen, dass man Basics auch verinnerlichen muss. Welche Schwachstellen und welche Basics arbeitest du jetzt noch auf? Also für einen Athlet sind Basics immer andere Sachen als für einen Laie. Für einen Laie sind Basics irgendwo anders versteckt. Aber für uns im Sport halt sind die Basics auch die Einzeldisziplinen. Und für mich ist es ganz klar Gewichtheben, darin meine Technik zu verbessern, kräftiger zu werden, aber vor allem die Technik nach vorn zu treiben. Turnerisches, dort auch die kleinen Dinge, die dich gesünder, also es ist niemals gesund mit einem schlechten Movement oder mit einer schlechten Bewegung einen Haufen Wiederholung zu sammeln. Auf Dauer killt es dich, deine Schultern tun weh, deine Ellenbogen tun weh. Und darin besser zu werden, effizienter zu werden, aber auch mehr machen zu können über längere Zeit. Also mein Volumen steigern zu können und dann auch eben in Wettkämpfen daran nicht kaputt zu gehen oder sowas. Ja. Dass du dann einfach fit aus solchen Workouts rausgehst, um dann das nächste Event crushen zu können und nicht irgendwie müde Schultern hast nach einem halben Tag oder sowas. Also da auch dann echt mal das Volumen aufbauen zu können und eben auch die kleinen technischen Fehler ausmerzen. Für mich ist es leichter, lange Workouts zu machen und dort zu arbeiten über längere Zeit, aber auch kurze, intensivere Dinge härter angehen zu können. Das gehört dazu. Also es ist einfach von unserem Sport gefordert, darin auf jeden Fall besser zu werden. Ja. Und rundherum halt einfach auch das. Ja, die Leistung nach vorn zu bringen. Also jeder kleine Aspekt, man braucht nicht sagen, ich bin dort gut genug, sondern jeder rennt nach vorn. Ja, überall sind Leute, die sind richtig, richtig gut. Und dann auch dort natürlich, wo man sich schon auf jeden Fall besser aufhält. Also wenn man sich ja selbst sieht als Athlet und man ist irgendwo dort dann in einem Bereich ausgebildet und woanders erst hier, denkt man, man muss immer nur hier arbeiten. Aber auch dort wird es nicht einfacher. Ja, wenn du dort dann stagnierst, dann ziehen alle anderen an dir vorbei. Also im Endeffekt in allen Aspekten besser werden, ist immer noch das gleiche Ziel und das sollte es auch immer sein von einem Crossfitter. Man kann sich nicht irgendwie auf
Stärken ausruhen. Das funktioniert halt einfach nicht in dem Sport. Ganz klar, also wirklich klare Worte von dir, finde ich sehr interessant den Ansatz, weil die meisten fokussieren sich ja dann doch immer nur aufs Schwachstellentraining. Wen siehst du denn jetzt momentan noch von letztem Jahr 2020, jetzt auch in 2021 als ganz klare Konkurrenz in den Top 5, wenn es um die Open gehen würde und auch in den nächsten Jahren? Ich denke, Maxi Henze ist jedem Wettkampf, den man sich stellt, mit potenziell der beste deutsche Athlet, würde ich behaupten. Ja. Also wenn ich Nationalcoach wäre, würde ich ihm den Arsch aufreißen. Ja. Maxi Henze, Definitiv. da sehe ich dich ähnlich mit drin. Was ist mit Yoshi? Was ist vielleicht auch Alles ein starkes Feld. alle? Ja, Yoshi, Boris. Ale, Flixi, Ja. Rick, alle, die da mittreiben, Hendrik, Moritz, eigentlich auch Zack, ich weiß nicht, was er gerade treibt, ob er Wettkämpfe noch anstrebt, aber wir haben echt gute Athleten oben drin. Ja, mega. Also von daher, also was du in den letzten Jahren gesehen hast, Kevin, mega. Also man würde nur Leute vergessen, aber halt. Was du oben drin siehst, das sind starke Leute dabei und es wird auch immer interessant, wer was bringt. Ja. Ich bin auf jeden Fall begeistert über deine Pläne jetzt für 2021 und hoffe, dass du dann 2022 nochmal ganz oben mit drin bist, wenn ein Großteil deiner Reha durch ist. Trotz alledem bin ich auch gespannt, was du dieses Jahr an Wettkämpfen dann doch noch abreißt und vor allem, was stattfindet. Abschließend habe ich jetzt ein großes Pensum an Fragen. Du hast 90 Sekunden Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Okay. Und so kurz und knackig wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Dann haben wir 3, 2, 1 und los geht's. Buchstabiere deinen Nachnamen. Argrandeer. Wohin geht der erste Urlaub nach dem Lockdown? Griechenland. Fliegen oder fahren? Fahren. Hotel In oder den Urlaub in. fliegen. Wohnst du dann lieber im Hotel oder im Zelt? Generell im Zelt, aber da leben wir bei der Familie. Wie lange brauchst du im Badezimmer? Kommt drauf an, Haare oder nicht Haare. Duschen oder baden? Duschen. Bist du ein Kaltduscher oder ein Warmduscher? Beides. Was haben Schmetterlinge eigentlich im Bauch, wenn sie verliebt sind? Larven. Popcorn oder Nachos? Nachos. Gegen Langeweile lieber WhatsAppen oder am Handy zocken? Weder noch. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Wir machen eine Trainingseinheit zusammen. Was für ein Workout Ja. machen wir? Überlasse ich dir. Wie hast du das erste Mal Geld verdient? Oh, will ich nicht sagen. Nee. Was kannst du besser als die meisten Frauen? Kochen. Wer wärst du gerne mal für einen Tag? Schwer, schwer, schwer. Elon Musk. Um Bei seinen den Kopf mal zu verstehen. True. Lieber Erster bei den Games oder lieber Gold bei den Olympischen Spielen der IF3? Gold. Ah, nee, ich dachte Olympia, dann CrossFit Games. So, und damit beende ich das Interview mit dir, Kara. Es war mir wirklich ein Fest. Es ist wirklich interessant, unsere Speerspitze der Athleten mal so direkt im Interview zu haben. Wenn du jetzt noch den Zuhörern, die das gucken, für die nächste Zeit, die jetzt zu Hause sind, vielleicht noch oder jetzt erst wieder ins Training starten, ein paar weise Worte entgegengibst, was wären die? Schaut noch vorne, und guckt, was ihr machen müsst, um dorthin zu kommen, und haltet euch daran fest.
Dann sage ich, Leute, vielen Dank fürs Zugucken, subscribt den Channel, liked das Ganze und guckt auf die Seite von Karat, da findet ihr immer wieder mal was Aktuelles von seinem Leben. Ich find's geil.